Diese Minecraft Slime Farm ist nicht nur relativ einfach zu bauen, sondern gleichzeitig auch noch recht effizient und man kann bis zu 12,5 Stacks damit pro Stunde produzieren. Natürlich kann man die Farm aber auch nach unten noch weiter erweitern mit mehreren Ebenen und so die Produktivität erhöhen. Was außerdem wichtig für die Farm ist, das ist das Spawn-Proofen drumherum, denn um diese Farm herum könnten zum Beispiel große Höhlen sein, in denen dann Monster spawnen und die Monster würden dann dafür sorgen, dass sie nicht in der Farm spawnen und dadurch wäre die Farm weniger effizient. Das Ausleuchten von Höhlen und natürlich auch von der Oberwelt ist daher auch empfohlen. Für diese Slime Farm benötigen wir außerdem noch einen Slime Chunk. Was genau das ist und wie man ihn relativ einfach finden kann, auch ohne externe Webseiten, ganz normal im Spiel, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt, das werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Was ich außerdem noch erwähnen möchte, ist, dass ich im Normalfall eine Slime Farm eigentlich immer im Sumpf stattdessen bauen würde, also ohne Slime Chunk, die sind nämlich deutlich effizienter und diese kleine Farm hier zum Beispiel kann auch schon ein paar Stacks pro Nacht produzieren, beziehungsweise haben wir auch diese etwas größere Farm, die schon bis zu 60 Stacks pro Stunde produzieren kann und damit auch relativ wenig Aufwand ist für eine ganze Menge Slimes. Die Tutorials zu diesen beiden Farms sind natürlich auch verlinkt, falls ihr allerdings keinen Sumpf gefunden habt oder aus anderen Gründen eine Slime Chunk Farm bauen möchtet, dann seht ihr jetzt, wie das hier geht. Die Items, die wir für diese Farm brauchen, seht ihr hier einmal eingeblendet. Ihr seht schon, das ist gar nicht mal so viel, allerdings darf man nicht vergessen, dass wir auch relativ viele Blöcke abbauen. Das ist vor allem für die Spawn-Ebenen wichtig, beziehungsweise auch für den Schacht, in dem später die Slimes gefarmt werden und daher dauert es trotzdem noch ein bisschen, bis man eben diese Farm gebaut bekommt. Ich baue die Farm übrigens in der Java-Version und weiß leider nicht, ob sie auch in der Bedrock funktioniert. Vielleicht hat jemand von euch ja Lust, das Ganze zu testen und dann für die anderen zu kommentieren. Das Design stammt übrigens von Stromny, ich habe das allerdings nochmal ein wenig weiter verbessert. Das erste, was wir für diese Farm jetzt also tun müssen, ist es, einen Slime Chunk zu finden. Wie man sowas findet, habe ich ja wie gesagt schon ausführlich in einem verlinkten Video erklärt. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, entweder benutzt man den Seed seiner Welt, wenn man den hat, und gibt den dann auf zum Beispiel Chunkbase, das ist eine Webseite ein, die zeigt einem dann die Slime Chunks an. Alternativ kann man auch auf Ebene 39 einfach große Räume ausheben und dann gucken, wo in diesen Arealen ein Slime spawnt. Am besten untergliedert man das Ganze dann nochmal in die Chunks, indem man zum Beispiel Zäune benutzt. Wenn wir jetzt wissen, wo ein Slime Chunk ist, dann gehen wir einmal zu dem Slime Chunk hin und drücken F3 und G. Das zeigt nämlich die Chunk-Grenzen an. Das bedeutet, ich weiß jetzt ganz genau, dass das quasi die Grenzen von diesem Chunk sind. Also hier könnten jetzt überall Slime spawnen, wenn wir eben auf Ebene 39 oder tiefer sind. Und das ist auch das nächste, was wir jetzt tun. Und zwar gehen wir jetzt in eine der Ecken, also zum Beispiel diese Ecke hier, und würden uns jetzt runtergraben. Natürlich sollte man sich nicht geradeaus runtergraben, weil dann Lava kommen könnte, sondern man stellt sich quasi auf diese beiden Blöcke und dann kann man nämlich immer so weit abbauen und drückt dann einfach F3. Da sehen wir die Koordinaten. Wir sind jetzt aktuell auf Höhe 87 und wir wollen jetzt erstmal runter, bis wir Ebene 39 erreicht haben. Wenn wir jetzt auf Ebene 39 angekommen sind, ist das nächste, was wir machen, einmal die Koordinaten aus und jetzt würden wir uns 15 Blöcke einmal in diese Richtung graben. Wir haben jetzt also die Chunkgrenze hier quasi auf unserer linken Seite und würden uns jetzt einfach so lange nach vorne graben, bis die Chunkgrenze denn zu Ende ist. Das heißt, dass wir hatten den ersten Block schon und wenn wir uns 15 weitere Blöcke entlang graben, dann würden wir hier diese Grenze quasi erreichen. Das bedeutet, hier wollen wir das Ganze zuhaben. Ich nehme mal wieder die Fackel, damit es hell ist. Und genau das gleiche würden wir jetzt auch nochmal in diese Richtung hier machen, wobei wir uns hier nur 14 Blöcke nach geradeaus graben. Wir haben ja schon die ersten zwei. Das bedeutet 1. Okay, jetzt haben wir hier schon einiges mehr. Wir haben Glück, dass hier eine Höhle ist. Dann hat man weniger Aufwand. Aber theoretisch würde man sich jetzt eben genau wieder bis hierhin nach vorne graben, weil hier wieder die Chunk-Grenze ist. Und dann können wir das hier auch einmal wieder zubauen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist es, das quasi einmal zu verbinden. Das bedeutet, dass wir uns einmal drumherum bauen und dann diesen ganzen Zwischenraum davon dann einmal entfernen. Und zwar soll das insgesamt 3 Blöcke hoch sein. Das bedeutet, bis nach hier oben sollte man das eigentlich machen. Dann haben wir nämlich auch genug Platz für die großen Slimes, um zu spawnen. Und dann würde man jetzt eben, wie gesagt, das hier einmal verbinden und dann komplett einmal aushöhlen, sodass wir die erste Ebene schon mal fertig hätten. Wenn ihr den Raum dann fertig ausgegraben habt, sollte das ungefähr so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt machen können, ist es, das Ganze einmal auszuleuchten. Am besten stellt ihr einfach 4 Fackeln so irgendwie in die Ecken hin, so wie hier zum Beispiel. Denn tatsächlich ist es so, dass es dem Slime total egal ist, wie hell es ist, solange es in einem Slime-Chunk ist. Das bedeutet, durch diese Fackeln können jetzt immer noch Slime spawnen, allerdings ist es zu hell für alle anderen Monster. Wenn ihr beim Ausgraben noch irgendwelche Höhlen gefunden habt, wie hier zum Beispiel, dann könntet ihr die theoretisch ausleuchten. Dadurch würde dann die Farm noch ein bisschen effizienter werden, aber das müsst ihr nicht unbedingt machen. Das könnte nämlich sehr viel Arbeit sein. Was ihr aber auf jeden Fall machen solltet, ist es einmal, jede Höhle irgendwie zuzubauen. Das sorgt nämlich dafür, dass dann eben die Slimes nicht woanders hinkommen, sondern immer schön auch in dieser Farm bleiben und dementsprechend auch gefarmt werden können. Was für Blöcke ihr denn hier fürs Ausfüllen benutzt, das ist aber total egal. Ich benutze jetzt einfach mal Cobblestone. Was wir dann als nächstes machen, ist es, uns 2 Seiten auszusuchen, die gegenüber voneinander liegen. Also zum Beispiel diese Seite hier und diese Seite hier. Und was wir da jetzt machen würden, ist es, uns erstmal nochmal 3 weitere Blöcke hineinzugraben, also quasi über den Chunk hinüber 3 weitere Blöcke, einmal in diese Richtung hier. Das bedeutet, hier entlang 3 Blöcke. Und das gleiche auch auf der anderen Seite, also hier auch 1, 2 und 3 Blöcke. Ich leuchte das hier auch nochmal aus, damit man was sehen kann. Und was wir dann nämlich noch machen würden, ist es dann hier diese Höhe quasi auch nochmal 5 Blöcke nach unten zu machen. Das müssen wir hier nicht machen, sondern eben nur in diesen extra 3 Blöcken, die nicht mehr in unserem Slime-Chunk sind. Also hier würde man sich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach unten graben.
haben und das eben auch einmal hier komplett entlang. Und was wir jetzt machen ist, dass wir genau das hier noch einmal komplett hier die ganze Seite hinüber machen und dann auch auf der anderen Seite noch einmal komplett entlang. Das wird nämlich später der Schacht sein, wo die Slimes dann auch hineinfallen und auch gefarmt werden. Wir bauen das Ganze nicht in dem Slime-Chunk, damit wir eben natürlich einen möglichst großen Slime-Chunk haben, damit auch möglichst viele Slimes spawnen. Und dieses ganze Gefarme von den Slimes, das ist dann eben nicht mehr im Slime-Farm, damit wir einfach eine effizientere Farm bekommen. Wenn ihr das jetzt auch fertig gemacht habt, würde man auch hier nochmal schauen, dass man hier keine Höhlen hat, beziehungsweise die Höhlen, wenn man welche hätte, würde man ausleuchten und dann eben auch zubauen. Das gleiche haben wir jetzt hier auf der Seite, hier ist tatsächlich eine große Höhle, die würde ich jetzt also einfach mal zubauen. Das nächste, was wir dann tun können, ist es eine zweite Ebene zu bauen, wo Slimes spawnen können. Theoretisch würde eine Plattform hier auch schon ausreichen, allerdings ist es relativ wenig Aufwand, eine zweite noch dazu zu bauen. Und zwar würde man dafür diese erste Blockreihe einfach da lassen und darunter dann drei Blöcke entfernen. Das bedeutet, hier würde jetzt noch ein letzter Block frei sein, aber diese ganzen Blöcke können wir jetzt einmal so lange quasi in diese Richtung abbauen, bis wir da eben auch diesen anderen Schacht erreicht haben. Und genau wie auch bei der ersten Plattform würde man jetzt also hier einmal komplett alles entfernen und so dann eben die zweite Plattform haben und natürlich kann man die auch ausleuchten, damit eben auch hier nur die Slimes spawnen können. Wenn wir dann beide Spawn-Ebenen fertig gebaut haben, können wir den Mechanismus als nächstes bauen, der die ganzen Slimes auch farmen wird. Und dafür gehen wir mal zuerst auf eine der Seiten und suchen uns eine Seite aus, wo später die Kiste sein soll, also zum Beispiel diese Seite hier. Und da würden wir jetzt einmal hier diese ganzen zwei Blöcke entfernen, einmal auf der kompletten Länge entlang, bis wir hier vorne dann angekommen sind. Also einmal, wie gesagt, hier die komplette Länge entlang. Und auf der Seite, wo wir die Kiste haben wollen, würden wir uns nochmal zwei weitere Blöcke hineinbauen. Und zwar insgesamt hier auf diesen 2x3 großen Blöcken. Das bedeutet, hier würden wir reingehen und hier dann die Kiste hin platzieren. Da können wir dann auch einmal eine Fackel platzieren. Und dann würde man als nächstes einfach eine Reihe Trichter hier entlang platzieren. Wichtig ist dabei, dass man sneakt, also die Shift-Taste drückt, ansonsten würde man mit Rechtsklick hier einfach die Kiste öffnen. Beim Sneaken kann man dann aber Blöcke platzieren, zum Beispiel eben diese Trichter, und es ist eben wichtig, dass die Trichter ineinander reinzeigen. Das wird nämlich dafür sorgen, dass wenn hier später ein Item aufgesammelt wird, es tatsächlich dann auch da hinten bis zu der Kiste gebracht wird. Und das ist nämlich das, was wir machen wollen. Wir wollen also hier komplett diese ganze Reihe einmal mit Trichtern voll machen und dann würden wir hier den ersten Trichter freilassen und hier vorne dann Lagerfeuerblöcke platzieren. Theoretisch könnte man die Slimes auch anders farmen, aber gerade am Anfang sind Lagerfeuer wahrscheinlich eine der besten Optionen. Und was wir dann nochmal machen könnten, ist es hier hinzugehen und dann hier nochmal irgendwelche Blöcke zu platzieren. Was für Blöcke das sind, ist total egal. Als nächstes würde man sich dann Wassereimer nehmen und zum Beispiel hier eine unendliche Quelle machen. Jetzt könnte man sich hier aus der Mitte immer wieder neues Wasser rausholen und damit würde man dann hier einmal entlang gehen und auf jeden zweiten Block Wasser platzieren. Das wird nämlich dafür sorgen, dass eben eine Strömung entsteht und später, wenn die Slimes hier hineinfallen, würden sie durch die Strömung dann zum Lagerfeuer gebracht werden. Das Lagerfeuer würde sie farmen und die Items können eben durch das Lagerfeuer bzw. hier sowieso eben von den Trichtern eingesammelt werden und dann zur Kiste gebracht werden. Genau das gleiche würden wir jetzt nochmal auf der anderen Seite bauen, wobei es dabei jetzt eben wichtig ist, auf welcher Seite wir die Kiste hatten. Das ist in diesem Fall ja diese Seite und dann muss das auf dieser Seite hier auch genauso sein. Das bedeutet, hier würden wir uns einmal mit diesen 2x2 Blöcken reinbauen, beziehungsweise auch die da drunter nochmal und dann würden wir hier einmal auch wieder alles abbauen. Und was hierbei jetzt noch ganz wichtig ist, also hier kommt ja die Kiste hin, ist, dass wir das Ganze dann einmal mit einem Gang verbinden. Wir würden uns dann also hier einmal entlang graben, bis wir eben bei der anderen Kiste angekommen sind. Die müsste dann ja hier auch irgendwann mal auftauchen, genau so. Und was wir jetzt noch machen können, ist es uns hier einfach nach oben zu bauen und dann haben wir hier nämlich einen Weg, wie wir hier runterkommen. Da kann man dann ganz einfach Leitern benutzen, die man dann einfach, wenn man jetzt irgendwann mal oben angekommen ist, wir sind jetzt hier in der Nähe von einem Berg, deswegen dauert das ein bisschen, bis man endlich wieder an der Oberfläche angekommen ist. Aber auf jeden Fall könnte man dann hier eben, wie gesagt, überall einfach Leitern platzieren und dann würde man später zum Items holen einfach hier hineingehen und wäre dann hier im Gang drinne und könnte sich eben die ganzen Kisten holen. Aber wie gesagt, bauen wir dafür eben genauso auf dieser Seite wie auf der anderen Seite auch einmal diesen Mechanismus, der die ganzen Items einsammelt auf der einen Seite und natürlich aber auch die Slimes farmt auf der anderen Seite. Das nächste, was wir jetzt machen, ist es Eisengolems einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite zu platzieren, damit die Slimes auch von sich aus eben hier hinlaufen bzw. hüpfen, weil sie eben zum Eisengolem wollen und dann dementsprechend hier hineinfallen. Und das Ganze würde theoretisch auch ohne gehen, allerdings dann viel langsamer, weil wir dann eben nur durch Zufall es dazu kriegen würden, dass die Slimes hier reinfallen. Durch ein Eisengolem geht das aber deutlich schneller. Was wir dafür jetzt machen, ist, dass wir hier einmal auf den dritten Block von oben gehen, also den ersten lassen wir frei, den zweiten auch und dann sind wir beim dritten und dann zählen wir einmal 8 Blöcke ab. Das bedeutet, hier ist der erste, der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und achte. Den entfernen wir, dann entfernen wir noch links davon 2 weitere Blöcke und auf der rechten Seite auch nochmal einen Block. Und daraus machen wir jetzt ein 4x4 großes Feld, das bedeutet auch die 3 Blöcke darunter würden wir nochmal abbauen, dass das Ganze dann so aussieht. Wir hätten also über dem Lagerfeuer einen ganz normalen Block frei, bis dann eben dieser Kasten kommt und den graben wir nochmal 2 weitere Blöcke hier in die Wand
Sand rein. Und auch hier gilt natürlich wieder, sollte man jetzt hier wieder eine Höhle finden, wie ich jetzt zum Beispiel, dann müsste man das auch einmal komplett zubauen. Das bedeutet, hier würde man jetzt überall Blöcke platzieren, nicht, dass irgendwelche anderen Monster sonst hier zu dem Eisengolem hineinkommen. Wenn wir das gemacht haben, können wir dann hier auch einmal Fackeln platzieren. Und was wir dann noch machen, ist es von hier aus einmal eine Reihe Falltüren zu platzieren und da oben drauf dann auch wieder mit Sneaken. Ansonsten würde man mit Rechtsklick einfach nur das Ding umklappen. Beim Sneaken könnte man jetzt aber noch eine weitere Schicht platzieren und die können wir jetzt einmal alle umklappen. Das letzte, was wir jetzt machen müssen, ist es hier einen Eisengolem reinzustellen. Dafür nehmen wir einfach 4 Eisenblöcke, die wir so anordnen und obendrauf kommt dann ein geschnitzter Kürbis. Falls er in der Wand ist, dann müsst ihr ihn einfach einmal schieben, dann ist das auch wieder alles gut. Beziehungsweise würde er jetzt ein bisschen kaputt sein, könnte man ihn auch heilen, indem man ihn einfach rechtsklickt mit Eisenbarren. Falls ihr nicht wisst, wie man so einen geschnitzten Kürbis bekommt, dafür braucht man einfach einen ganz normalen Kürbis und macht dann rechtsklick mit einer Schere da drauf. Und genau das, was wir hier jetzt gemacht haben, würden wir auch nochmal genauso auf der anderen Seite auch machen, damit eben auch dort etwas ist, was die Slimes anlocken würde. Jetzt ist es nämlich so, wenn hier oben jetzt zum Beispiel ein Slime spawnt, dann sieht er eben den Eisengolem und versucht dort hinzukommen und wird dann eben hier hinunterfallen und dann hier unten gefarmt werden. Und das gleiche ist auch hier unten, würde jetzt hier einer spawnen, dann würde er eben auch diese Eisengolems erkennen und dann versuchen zu ihnen hinzulaufen und durch das Lagerfeuer würde er gefarmt werden und die ganzen Items würden dann eben in den Trichtern landen und so eingesammelt werden können. Was wir jetzt noch machen können, ist es einmal dieses Loch, wo wir hinuntergekommen sind am Anfang, einmal zuzubauen und dann können wir eben auch einmal hier zu unserer Leiter hingehen, die ihr im Survival natürlich gebaut habt. Ich habe sie jetzt hier nicht gebaut, weil ich ja das nur zeigen möchte, aber theoretisch hättet ihr hier natürlich eine Leiter. Das nächste, was wir jetzt nämlich machen, ist es nochmal hier oben auf unseren Slime-Chunk zu gehen. Das können wir auch hier zur Not wieder mit F3 und G sehen, dass ja hier unsere Ecke war. Und was wir dann machen, ist es, wir zählen einmal 8 Blöcke diagonal von dieser Ecke aus. Das bedeutet, das wäre der erste Block, das hier der zweite, dann hier der dritte, der vierte, der fünfte, sechste, siebte und dann hier der achte. Das markiere ich mal hier mit einem Cobblestone. Und was wir hier jetzt machen würden, ist es, uns nach oben zu bauen, bis wir auf Ebene 160 angekommen sind. Wir können also wieder F3 drücken. Ich bin jetzt auf Ebene 97, wenn ich hier drauf stehe. Ich muss mich also noch 63 weitere Blöcke nach oben bauen. Und das könnte man am besten mit Scaffolding-Blöcken machen. Allerdings, wenn ihr die noch nicht habt, dann könnt ihr das genauso auch einfach mit ganz normalen Blöcken machen, wo man dann einfach Leitern dran platziert. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, bis wir auf Ebene 160 angekommen sind. Wenn ihr das gemacht habt, sollte das ungefähr so aussehen. Und dann stellt ihr hier oben einfach nochmal eine Fackel hin und umrandet die einmal mit Glasblöcken oder irgendwelchen anderen Blöcken auf jeder Seite. Und was wir dann nochmal machen, ist es nochmal einen weiteren Block hier entlang zu gehen und dann hier vorne einen weiteren Glasblock zu platzieren. Das Ganze machen wir insgesamt 2 Blöcke hoch und setzen dann nochmal ein Dach drauf. Das wird jetzt nämlich der AFK-Spot, wo man dann stehen wird und dann die Farm quasi benutzt. Und damit wir hier eben sicher sind, zum Beispiel vor Phantoms, die irgendwann kommen, bauen wir uns hier einfach ganz normal ein. Und theoretisch könnte man die Farm jetzt noch effizienter machen, indem man das ganze Gebiet hier drumherum ausleuchtet, damit eben nur die Monster, die spawnen können, auch in unserer Farm spawnen. Was man dann aber auch noch machen müsste, abgesehen von der Oberfläche, wären dann natürlich alle Höhlen auszuleuchten. Das wird dann nämlich dafür sorgen, dass nochmal mehr Slimes in dieser Farm spawnen, aber auch so wird sie schon funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und weitergeholfen. Falls ihr bisher geschaut habt, schreibt doch mal Hashtag Slime in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video.